Jeder kann auch im privaten Bereich schon dafür sorgen, dass die IT-Sicherheit sich verbessert. Zu nennen beispielsweise die Passworte. Suchen Sie vernünftige Passworte aus, die Sie sich auch merken können, die Sie sich nicht irgendwo hinschreiben. Passwortwahl, Passwortverwaltung, das ist A und O nach wie vor in der heutigen Zeit im privaten Bereich. Meine Studierenden, die versuche ich darauf auszubilden, dass sie verstehen, wo Sicherheitsprobleme in heutigen Systemen liegen, dass sie in der Lage sind, Sicherheitsfragestellungen zu analysieren, zu bewerten, aber eben auch verstehen und wissen, welche Sicherheitskonzepte zur Verbesserung eingesetzt werden können, wo deren Grenzen sind und wo dann auch noch Forschungsbedarf ist. Und das führt uns natürlich auf die Frage, wohin entwickelt sich die IT-Sicherheit in der Zukunft? Wir sind permanent herausgefordert. Die Technologie ändert sich, denkt man nur beispielsweise an den nächsten Standard 6G der Mobilkommunikation, bringt ganz neue Herausforderungen für die IT-Sicherheit, damit umzugehen. Aber auch Quantencomputer sind neue Herausforderungen für die IT-Sicherheit. Hier müssen wir jetzt schon an den Lösungen arbeiten, sodass wir sicher auch in der Zukunft sind.